So, herzlich willkommen zurück. ESL, ja, ESL, genau. John Dota League Season 4, Winners Brackets Final zwischen Four Anchors und Sea Captains versus Basically Unknown. 1:1 steht's. Jetzt wird's interessant. Dementsprechend habe ich mir einen Co-Caster, meinen Lieblings-Co-Caster Vinu beibestellt. Schleim, schleim, nein. Hey ho. Und ja, wir schauen uns mal an, wie das letzte Game davon passiert. Ja, guten Tag. Hallo. Weniger Redezeit, yay. Ja, ich bin echt mal gespannt. Also, Unknown haben halt im ersten Game vor AC halt so abgezogen. In Game 2 halt haben sie sich verdraftet, so ungefähr, oder haben halt einfach nichts getan. Im gesamten Spiel nichts getan. Die hatten halt einen extrem. Die hatten halt diesen extremen Druck, dass sie was machen müssen. Ja, und haben halt nichts getan. Und die hat nicht erfüllt. Also, sie haben ja schon was gemacht. Die haben ja auch kurze Zeit echt Fights gewonnen, aber. Ja, die haben erstens Matumba Mann seinen Schlag gegeben, was halt sein übelster Signature Hero ist, dann haben die halt ein, zwei Fights verloren, das kannst du dir einfach nicht leisten mit dem Lineup, das sie hatten. Ja, haben halt auch noch Fights verloren, genau. War halt doof, im Midgame nicht so genug gemacht und dann kam das Late Game und dann war es vorbei. Aber Unknown scheint jetzt hier ein bisschen mehr zu wollen. Brewmaster Lycan und den Juggernaut wird jetzt auch wieder durchgelassen. Selbst schuld. Wurde der im ersten Game auch durchgelassen oder wie? Nee. Nee, im ersten Game war Sexy Bambo mit einem wunderschönen Bounty Hunter. Und stand irgendwie nach 7 Minuten 7-2 oder so. Es war sehr schnell vorbei. Interessant. Bounty Hunter. Okay. Ja, Last Pick hat wunderbar reingepasst. Aber, naja. Mal gespannt. Vor ASC lassen sich jetzt hier nicht lumpen. Picken erstmal das gesamte Meta zusammen. Jugger, Venge. Kann man nichts mit falsch machen. Kann man definitiv nicht zur Zeit, nee. Nee. Ist so einfach, ne? Brewmaster ist okay. Lycan, ja, ist abhängig davon, wie sie spielen, aber es wird halt nicht so easy live wie im ersten Game. Hatte sich mit Hooverman einfach verdraftet, würde ich sagen. Nightstalker, Puck. Spielt der Venge. Trixie jetzt eigentlich Support oder war das gerade nur in dem einen Game? Ah, Trixie spielt Support, ja. Okay. Interessant. Echt? Wow. Erwartet. Stimmt, was hat er bei Fnatic gespielt? Main. Main, ne? Ja. Und der hat auch bei Anker erst am Anfang die ganze Zeit Offlane gespielt. Ja, ich erinnere mich irgendwie an Trixie Offlane. Na gut. Schon wieder die Broodmother-Bun. Die Bambo Broodmother hat sich wohl. Ja, Venge ist halt auch echt ein schwacher Support gegen Broodmother. Ja, kann man nicht so viel gegen tun. Und Ogre. Nice. Ogre hatten sie im ersten Game auch schon probiert. Hat gut funktioniert. Von daher schauen wir jetzt mal. Kann Lycan buffen, kann Brewmaster buffen. Wir haben ein sehr ähnliches Lineup wie im ersten Game. Nur, dass sie da einen Troll in der Mitte hatten, der was getan hat. Ich weiß nicht, ob Lycan dasselbe tun kann. Wenn er Support bekommt, okay. Aber andererseits kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Matumba-Man hier als letzter Bann mit dem Bounty wegnimmt. Je nachdem, wie es passt. Gegen Juggernaut ist es halt nicht so. Nicht so angenehm als Bounty. Ist halt interessant, dass der Ogre. Ich kann den zurzeit eigentlich kaum einschätzen, weil dieser Range-Nerf, der war schon ziemlich extrem eigentlich für den. Ist halt immer noch sau stark. Aber wird in der Regel jetzt ignoriert von vielen Teams. Fast schon. Ja, sehe ich halt auch seltener. Also jetzt das zweite Mal, glaube ich, dass ich ihn gesehen habe und das erste Mal war halt in Game 1. Also Unknown hat ihn jetzt gepickt. Aber sonst halt selten. Kann halt aber echt. Sagen gegen den. Der kann halt immer noch, wenn du einen Agger hast, du bist halt immer noch so extrem stark. Das ist immer noch Carries One-Shotten, ne? Das ist voll ekelhaft. Und Tree. Tree. Das dritte Game mit Tree. Ist halt der Theorie gegen den Push halt. Musst du halt aufpassen, die müssen jetzt halt dann um jeden Preis immer die Tower nicht in einem Go verlieren gegen Lycan Push. Ja. Aber wenn die den immer nur unfraggen, dann ist das halt extrem gut, dann kriegt der Lycan halt nicht. Wenn die früh Kontrolle über die Map nehmen, früh ein bisschen das Spiel in der Hand haben und keine Tower unnötig weggeben, dann kann das echt gut funktionieren. Ja, schon. Aber Rubick ist auch ziemlich guter Pick hier. Finde ich halt. Omnislash, Vengeful Spirit, Tree out auch. Living Amok Steel ist geil. Dem Cent, jetzt haben die halt extrem Early Fighting.
Also die haben wirklich vier starke Early-Helden. Können auch sich wirklich jetzt in die Leute reinwerfen. Können halt sehr einfach Counter-Initiation, wenn halt irgendwie Unknown am Tower steht. Das ist halt auch einer der Gründe, warum Jugger noch so beliebt ist zur Zeit. Der ist halt im Early gut, im Mid-Game gut und auch im Late-Game gut. Cent ist halt auch noch im Late-Game gut. Sind zum Fighten eigentlich. Müssen die mit dem Draft, den die fast den anderen hat, fast schon zum Split pushen gehen. Wobei Brewmaster halt auch sehr stark ist. Ja. Außerdem hat. Ja, mit Venge könnte auch ganz gut passen. Juggernaut ist halt voll drin und wird er dann auch noch rausgeswappt. Dann Stampede eventuell. Wird auch schwierig finden, um zu fighten, weil egal was sie fokussen, es wird halt erstmal weggeswappt und dann müssen sie sich ein neues Ziel suchen. Trotzdem aber. Eventuell müssen wir nicht Damage. So besonders am Anfang. Sie haben halt irgendwie einen Burst und Jugger, aber sonst erstmal noch nichts. Naja, vielleicht kommt noch sowas wie ein Pack oder so. Wir haben jetzt halt die Mitte noch offen. Für Unknown ist die Mitte belegt. Offlane. Tja. Bamboo hält auf der Offlane. Nehmen wir mal nicht an, dass es jetzt hier wieder ein Bounty Hunter wird. Der ist hier eher nicht so dolle. Aber. Das heißt, sie können halt echt das spielen, was die jetzt vorhaben. Also, je nachdem, was für ein Pick jetzt kommt, ist das halt. Können die das Spiel komplett anders nehmen. Wenn die jetzt zum Beispiel einen Fugeln picken, dann gehen die komplett auf Split Push. Die können jetzt natürlich noch einen Teamfighter nehmen, wie. Ja, was für ein Teamfighter Offlaner wäre denn gut hier? Die könnten natürlich auch Brewmaster oder Lycan übrigens offline spielen, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Phoenix, Okay. Okay. Interessanter Pick. Mal schauen, was sie damit anfangen wollen. Ah. Ja, aber ein bisschen mehr Teamfight halt, ne? Aber risky. Ist wirklich risky, glaube ich. Risky ist halt hauptsächlich zum Heilen hinten, oder? Für die ganzen Minions und alles. Hinten stehen mit dem Strahl. Also ich habe jetzt nicht wirklich viel Phoenix in Competitive gesehen, aber was man halt so an sich vom Hero weiß, ist halt, dass wenn du mal hinten bist, das können die sich dann halt echt nicht mehr leisten, weil wenn die mal hinten sind mit dem Helden, der ist so schlecht im Recovern. Und der bringt eigentlich auch nur was, wenn du einen Vorteil hast. Wenn die wirklich Top-Lane dem nichts geben, wenn der wirklich Solo-Offlane ist, dann kann das richtig böse für den werden. Ja, Zent wird, ja gut, gegen Ogre Rubik wird Zent dort auch ein Problem haben. Gegen Lycan geht so. Die Mitte, schauen wir jetzt mal, wie es aussehen wird, aber gegen Jugger, ich sehe auch nicht, wie der Phoenix abbringen kann. Und Meepo-Action in der Mitte. Ist halt schön gegen Phoenix Eye. Kannst halt eigentlich immer das Phoenix Eye Instant Down machen. Aber außerdem muss man echt sagen, die haben kein AOE außer Phoenix. Das ist alles Single-Target. Wobei, man ja sagen muss, gegen Meepo ist Single-Target an sich ja nicht schlecht, wenn du einen wirklich instant rausfokussen kannst. Ja, brauchst ja keine AOE. Aber die haben halt weder Burst außer Ogre, noch haben die irgendwelche AOE-Control. Also der Meepo-Pick, der ist hier schon echt verdammt gut. Der Chat dachte an Medusa als letzter Held, aber nein. Meepo-Kipo. Das habe ich schon in Rave gegen Regal gesehen, aber das hat nicht funktioniert. Sie hat auch nur einen Meepo halt. Das ist das Problem. Juggernaut wird schwierig, nicht fett zu werden. Von daher haben sie hier auch definitiv zwei Helden und dann wird es auch wesentlich besser. Außerdem halt, um mit der Stampede wieder wegzukommen, sieht das Ganze doch schon anders aus. Okay, ich muss nochmal kurz weg. Ich bin in circa 30 Sekunden wieder da, also kannst du schnell die Teams vorstellen. Frust kacken. Okay. Tja, aber ja gut, auf Unknown ist es relativ klar eigentlich. Matt und Guma supporten uns wieder auf Rubik und Ogre Magi. Bamboo auf seiner Offlane als Phoenix Mitte, Mind Control und Sorgscrap Paris als Lycan auf der Safe Lane. Vor LC haben wir Trixie Support zusammen mit Valix auf der Venge. Boogie Offlane Cent, Mitte Nemphy als Meepo und Matoma Man nimmt den Jugger auf die Safe Lane. Wahrscheinlich können auch Offlane können auch Aggro gehen, wahrscheinlich. Ja, können ziemlich gut Aggro gehen. Aber ist vielleicht auch ein bisschen greedy und als letztes Game in den Best of 3 muss man vielleicht nicht greedy gehen, denn das Lineup so kann auch so abgehen. Wir müssen jetzt nicht wirklich was denyen. Lycan Shutdown mit einer Aggressive Trailing ist immer gut, aber ist ja doch greedy. Geh wieder da. Ja. Tja, aber noch Pause.
Mattoman kommt nicht. Hat den letzten Helden gepickt und ist da AFK gegangen oder so. Ah, da kommt er. Okay. Matumba AFK. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier sehr aggressiv gehen. Also ja, mit dem Spoke schon mal aggressive Behavior, aber ob das eine Aggro-Lane wird, könnten sie machen, muss es aber nicht. Wäre eine sehr starke Aggro-Lane. Das recht wäre, weil, ja. Ja, die haben zwei, halt zwei Nahkämpfer, aber Unknown hat halt auch zwei Nahkämpfer und das Ding ist, das Tree ist halt nur um einiges stärkerer Nahkämpfer als Lycan beispielsweise. Wenn die wirklich aggressiv gehen, könnte das echt gut werden. Oder dann in die Mitte. Problem ist nur, dass der Phoenix dann ziemlich viel Space bekommt. Ja, okay, die kommen da. Mein Controller geht zurück, aber, naja. Könnte jetzt einen slowen, aber das Team ist weit genug entfernt. Kein Blut und Verderben, noch vor der Minute Mark. Ja, das ist halt die Frage. Also ich hatte schon gemeint, so okay, was passiert, wenn... Also sie könnten aggressive gehen, aber es ist halt auch ein bisschen greedy, ne? Aggressive zu gehen ist halt immer so eine Sache und so, im Endeffekt ein besseres Spiel. Von den Wards her, die sie hier haben, könnte man denken, dass sie aggressive gehen. Ja, das stimmt. Das stimme ich dir voll. Das sind ziemlich obvious aggressive Wards. Oh. Ja, da setzt ein Pull-Through, kriegst du in der Aggro-Lane sowieso nie, oder nicht? Von daher... Ja, aber du siehst halt hier auch noch das Move. Ja. Wenn die zur Rune gehen und sowas, ist halt schon nicht wertvoll, wenn du aggressiv spielst, erst recht, wenn du mit einem Treant zusammen spielst, weil der will ja nicht auf der Lane stehen, der will ja rumlaufen und irgendwie Leute prügeln. Ja. Ja, Boots First wieder. Ganz praktisch. Tja, aber es sieht nach Aggressive Trial Lane aus und Unknown wissen das, aber dodgen nicht. Na gut. Ein bisschen spät, ja, aber hätte durchaus passieren können. Ja, sehr schöner Block auf der Bottomlane hier. Aber es wird ja doch schwierig. Ich weiß nicht, wie viel Mind Control wirklich mit einem Brew gegen Meepo machen kann. Meepo schon sehr dominant. Auf der Bottomlane, auf der Toplane. Am Anfang wird der, Wir kriegen wahrscheinlich, aber dann kann er ab Level 3 kann er halt einfach immer double proofen, Water Crown und so. Ja. Noch irgendwas also stecken gehen oder so. Aber zumindest läuft es für Bambo dann auf der Offlane besser. Kriegt er halt wenigstens etwas. Also die aggressive Trilane ist halt, der Lycan kriegt halt nichts, dafür kriegt halt der Meepo nicht so viel von den Dire, weil die Supports nicht stacken können und der Phoenix kriegt halt mehr. Ja, Trixie hat immerhin keinen Kurier gefunden. Hat er wahrscheinlich drauf gehofft, aber der Kurier nimmt den Umweg. Und anscheinend lassen den Lycan jetzt quasi gerade komplett alleine. Ja, Matt kriegt jetzt mit, scheiße. Ist geblockt. Und pusht damit die Lane, aber es ist ja da nicht so das Problem. Dual Lane Top ist zwar schon ganz gut, jetzt kommt Trixie nach oben. Ist auch nicht wirklich nötig, denn kann halt mit der Living Armor sowieso überall hingehen. Kriegt jetzt hier ein bisschen Damage, wird geslowt sogar. Muss jetzt hier aufpassen, dass er nicht... Oh oh, Trixie könnte hier unser First Blood werden. Wird zwar noch geheilt, aber jetzt ist Bambo schön gemacht. Und mit dem Block Maguma holt sich einen Kill. Na gut. Das ist teuer, das ist wirklich teuer für den Zeitpunkt. Ja. Das ist halt vielleicht Bambo den Kill hätte doch holen sollen. Der hat halt erkannt, dass er unten überhaupt nichts erreichen kann. Hier lässt er den lieber die Dual Lane, geht nach oben, gewinnt dem Phoenix die Lane. Wichtiges Play auf jeden Fall. Ja, müssen wir gucken, wie das in der Mitte mit Rotations aussieht. Meepo und Brewmaster sind da doch relativ anfällig gegen, ohne Escapes. Aber ansonsten, ja, scheint gar nicht mal so viel passieren. Also es ist ja jetzt halt, der Juggernaut wird unten farmen, der Lycan wird ab und zu mal die Lane vorbeischauen, Jungle farmen. Rubik wird ein bisschen nutzlos wahrscheinlich rumstehen. Das ist halt hart, als Rubik irgendwas zu machen. Vielleicht mal Singapur oder sowas, aber mehr dann auch nicht. Lycan jungelt.
Trixie wird jetzt erstmal stacken. Zusammen mit dem anderen Meepo. Und ja, Valix wird jetzt erstmal gucken, ob sie in der Mitte Mind Control irgendwas machen können. Wenn nicht, kann immerhin Lycan auf die. Oh, oben. Ganz knappe Sache. Kommt der Brewmaster aber mit der Haste hoch? Der will da noch was. Ja, der will da noch was, aber wurde ja gescoutet und Boogies. Oh, vielleicht kriegt er die Meepo sogar. Ja, aber Paris unten in der Mitte. Wird hier von Trixie, ja gut. Ist nur ein Tree. Haut zwar zu, aber ja. Und auf Level 1 übrigens, hat noch keinen Invis oder sowas. Ja. Nur Leech Seed. Kann halt aber hier stören. Aber es ist halt sehr wichtig, dass der jetzt den Leike nervt. Vielleicht sogar... Ja, nerven ist gut. Nee. Zu viele Wölfe und sowas da. Dafür aber. Oh. Na, hat ein bisschen nicht genug Movement. Ja, jetzt kommt Maguma rein mit dem Slow. Und das ist okay, da eventuell holt Valix sich da noch was. Die Rune zumindest noch. Kitia kann jetzt juken. Ah ne, stirbt schon selber, schade. Hätte noch schön mit einer Elo weglaufen können und juken können. Aber das passiert, glaube ich, auch eher in Pubs. Ja, Matt kriegt unten immer eine Erfahrung. Level 4 nach 4 Minuten. Hat eine Solo-Lane dort. Auch ganz praktisch, solange er halt nicht stirbt gegen den Jugger. Ja. Muss halt nur durchhalten. Kann halt easy gegankt werden. Beziehungsweise gedived werden. Und sobald es Level 6 ist, dann sieht es sowieso ein bisschen anders aus. Stackt sich da das Hardcamp die ganze Zeit? Also ja, der hat seine Stacks so oder so, ne? Mein Kuschel hat jetzt hier ein Problem. Könnte down, sollte down gehen, ja. Hit, buff tot. Und wieder der Support, der sich stealt. Er hat zwar dafür jetzt den Hardcamp-Stack nicht bekommen, weil er rausgeproofed ist mit dem Meepo, aber hat sich, denke ich, gelohnt für den Kill. Schon. Brewmaster. Ja, war mehr Kill. Goomba, Mann, ist da unten sehr, sehr aggressiv. Ich hab auch schon gedacht, Matt muss da halt weit hinten sein. Könnte eventuell jetzt mit dem Ward gedived werden. Mit dem Healing Ward. Ja. Hat kein TP, also. Aber Rotations bekommt er. Healing Ward ist auch down. Ja, genau, es hat halt kein Level 6, das wäre riskant, was er da gerade macht. Aber. Naja, er weiß halt, dass sie keine Control haben. Andererseits, wenn der Ogre da wäre, wäre das halt anders. Aber Ogre hat kein TP und kein Mana. Vielleicht deshalb. Sind Pros, die wissen alles. Ich hab oben gesehen, dass kein TP, okay, dann können wir diven. Ja. Oh, Meepo mit Haste, oh. Wenn der Juke da jetzt erfolgreich ist, dann... Nein, er sieht ihn. Nein. Ja, Juke erfolgreich, kommt aber nicht rein. Und eventuell mit rein noch holen. Oh, schön gestealt für mich. Aber ja, hilft nichts. Misses? Nee. Aber der Trade war okay. Einen Juggerdown bekommen. Rubik hat Gold bekommen. Gold Rubik, Best Rubik. Wir sollten echt versuchen, den Phoenix einmal top zu töten. Der ist zweiter im Network. Könnte wirklich böse werden. Wenn der jetzt... Ich weiß nicht, was er baut, aber er wird wahrscheinlich Trankets und dann Necker oder so. Ja, so viel dazu. Oh. Ganz schnell reagiert mit dem Phoenix Dive raus. Beinahe ein Kill oben. Naja, Trees alleine. Könnten jetzt hier einen Lift versuchen. Ja, kriegen einen Lift auf Trixie. Und ein Split und das ist ein Kill. Und hat hier Living Armor gestohlen. Das ist auch wichtig. Das ist erstaunlich gut eigentlich. Und den kriegst du fast auch immer mit Rubik, den Spell. Ja, das stimmt auch wieder. Und die Wölfe haben tatsächlich auch den Kill gesteelt. Paris holt sich hier ein bisschen ein paar Kills mit den Wölfen ab. Sehr gut. Ja. Hilft natürlich auch beim so einem Jungle-Liken. Tja. Ja, wird jetzt wahrscheinlich hochgeheilt. Ja, Rubik benutzt seinen. Hat jetzt auch zwei Tower zum Hochheilen. Living Armor hilft da ganz gut. Meepo will jetzt wahrscheinlich top was. Naja, stack top einfach nur, okay. Kann gegen den Icarus-Dive auch nicht so viel tun. Ich bin hier zumindest hier. Oh nein, er lässt ihn sogar noch. Ah, Bamos, tut er da. Er müsste rein theoretisch rauskommen.
Ja, musst du gar Supernova machen, ja, okay. Oh ja, Ulti. Er will baiten wahrscheinlich. Ja, hat wahrscheinlich gebaitet. Aber... Wo ist raus? Nächster. Oh. Pipo bleibt hier noch, der... Kennst du sogar seinen Poo? Holt er den anderen rein? Ja, das Problem ist halt... Das ist halt... Ja, oh wenn halt Rotations reinkommen, das war knapp. Slow ist aber jetzt da auf Boogie. Stampede gestohlen. Richtig vom Zubik. Der Boomer ist aber in einer verdammten Gefahr, der dürfte sterben. Ah, die Venge noch ein Hit. Oh, schön hochgebottelt. Aber jetzt ist das Netz da. Aber, oh, sie holen ihn noch. Oh, schön. Rubik holt wieder den Kill und Centaur. Den kriegt er nicht. Aber Venge wird jetzt auch sterben. Lift, ja. Ich weiß gar nicht, ob das ein wirklich guter Trade für Unknown war. Zwei Cores war gegen... ein ziemlich schlechter Trade sogar. Ja. Ja, sie haben jetzt halt versucht, kam Rotations. Hätte wahrscheinlich auch schlimmer laufen können. Ja, das Problem ist, mit dem Draft von denen brauchen die halt definitiv. Die brauchen jetzt noch die Core-Items, bevor sie fighten können. Zumindest einen Dagger auf Brewmaster, vielleicht einen Mecha auf Phoenix. Wenn sie dann fighten können und die Fights nicht gewinnen, dann sieht das wirklich sehr dunkel aus für die in diesem Spiel. Also zumindest in der Theorie. Das kann man ja nie so fest sagen. Ja, ja klar. Aber... Gut hart. Ja, mit Phoenix down. Irgendjemand müsste halt snowballen von denen. Und ja, Lycan sieht nicht danach aus. Vielleicht, wenn er irgendwie eine Aegis snipen kann oder sowas. Irgendwas sneaken. Lycan muss jetzt in der Mitte mal aufpassen. Ja, ich glaube, der hat ein Problem. Mit dem Omnislash. Und keine Wölfe in 3 Sekunden noch. Oh, das ist so bitter. Oh, der Crit. Ja, der letzte Crit. Der ohne den Crit wäre der weggekommen. Bitter für ihn. Auch halt 2 Sekunden auf Cooldown für die Wölfe, sonst hätte Wölfe spawnen können und hätte ihn wahrscheinlich auch so überlebt. Aber so weiter die Wölfe summon, sind sie glaube ich unsichtbar, oder? Da sind die sichtbar gesummoned. Obwohl doch, die müssten sichtbar sein, ja. Eigentlich ja schon, ne? Bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein, aber... Stampede ist auch jetzt verfügbar für Unknown, also für beide. Ach verdammt, da hat er sie gerade gesummoned und ich habe nicht aufgepasst. Ja, Sand. Ja, Matt wartet wahrscheinlich auch mit dem Ulti bis. Ja, jetzt. Ah, oh, Sexy Bamboo wird da ist in großen Schwierigkeiten. Das ist doch direkt tot durch Meepo. Direkt tot durch Meepo, ja. Matt ist auch da. Sieht ganz, ganz dunkel aus. Wenn stirbt, zwar hier. Ja. Das war's dann auch schon. Kein Deny. Der. Boah, der Buyback von Phoenix fürs Nichts. Oh. Er war vor 3 Minuten war noch Platz 2 im Networth, jetzt ist er Platz 6, 7 oder so. Ja, hat sich ziemlich schnell abgenommen. 2 Tode. Buyback auch noch, ja. Auf der nicht so dolle, auf der Bottomlane eventuell Juggernaut. Ne. Haben wir schon den Burst raus. Könnten splitten, aber. Immerhin den Taudinai haben sie bekommen. Auf der Toplane. Ja, betteln sich die beiden wieder. Oh, da ist jetzt mit dem Mikro-Dive. Okay. Ja, der ist tot. War sehr, sehr cocky von ihm. Ja, Solo-Kills. So wird es vielleicht auch was. Das Bittere war, der war 100 oder 200 Gold vor seinem Dagger. Ja, jetzt stimmt. Nochmal 500. Wichtiges Timing. Wichtiges Timing für Unknown. Poof für Rubik ist nicht so sinnvoll. Kann er zu anderen Meepos poofen? Nein, ne? Nein, aber es ist ein Illus. Ja. Der Juggernaut, der farmt wirklich das komplette Spiel hier gerade auf der Botlane. Der hat den noch nicht einmal verlassen, glaube ich. Hat auch einmal hat er Mitte, den Lightning. Ja. Einmal Mitte gegangen und hat auch einen Kill geholt. Bottom. Den Meepo nicht. Das schade. Aber Meepo dafür in der Mitte, Lycan holt sich den. Kill. Und jetzt ist der Trixie ein Problem. Lycan läuft hinter mir her. Auch kein Power Rotations kommt. Hat aber eine Ulti. Macht sie auch. Ja. Auf der anderen Seite haben wir da hier Matt, der den kompletten Ulti zieht. Aber überlebt. Ja, genau. Bringt den Omnislash an, aber da sind so viele Units. Trifft ja, halt auch schön verteilt. Nichts.
Schön verteilt, aber wieder so eine Sache, die hätte schlimmer laufen können für beide Parteien. Also es ist doch überraschend wenig passiert eigentlich. Ja, aber wenn du jetzt den Tier 1 da noch raus hast, das gibt denen wieder jede Menge Map. Ja, Vision und Map Control. Ja, Map Control, ja. Verdammt wichtig. Ich den Top noch den Tier 1 und dann sehen die Karten für dich schon wieder um einiges besser aus. Jetzt Mitte nicht gepickt werden natürlich. Ja, na nur Mekoma. Ah, okay, das ist verkraftbar. Aber oh, eventuell hier schön rein, kein Ulti. Doch, die gehen da noch komplett rein. Das wird auch verdammt gut. Der Meepo, der ist ja, richtig. Meepo ist schon tot. Und jetzt noch ein Cyclone. Ja, die Venge ist damit down. Aber das ist wahrscheinlich auch der halbe Tier 2. Einige Island, die Venge, aber die überlebt. Gerade so hier. Und jetzt gehen die Leute chasen. Und Juggernaut räumt auf der Rückseite auf. Oh. Das hier ganz schnell machen, aber oh, it's a bait. Greift Phoenix an, dafür holt ihn Paris von hinten. Schön gemacht, beziehungsweise sehr gut. Ulti geklickt, wow. Aber schön gemacht trotzdem. War schon. War gut gemacht. Ja, ja. War sehr, sehr schade, wegen der, dass die wegen der Healing Ward und noch dem Sense dann die Venge nicht tot bekommen haben. Sonst wäre das wahrscheinlich sogar ein halber Tier 2 Mitte gewesen. Aber da sieht man, ja, ist ja, dieser Phoenix, der macht halt schon der Liste, der ist Level 11. Oh, und krass, das ist ziemlich hoch für eine Offlane. Okay, er stand auf einer 1-on-1-Lane, aber das ist jetzt halt, er hat seine beiden Bursts jetzt gemaxed, Supernova Level 2. Das ist so viel Damage zurzeit. Ich meine, ab jetzt fällt er wahrscheinlich schon wieder, also Damage-mäßig fällt er ja ab jetzt jede Minute ab. Also kommt drauf an, was der Lycan für Items hat, aber die sollten sich wirklich ranmachen, bald zu fighten, zumindest. Ja, und Roche zu holen. Spätestens, wenn Phoenix Level 16 ist. Aber es sieht so aus, als ob Roche hier. Nein, Wölfe sind in Roche drin, aber interessiert sie nicht. Jetzt gehen sie hin. Phoenix TP schon runter, also die können da nicht Roche. Ja, die gehen hier runter, aber schön, Boogie hat das schön gescoutet. Und beide blinken aneinander vorbei, das ist bitter. Das ist bitter. Mate, der direkt der poppt. Oh, und ganz bitter für Seximaburg, kein Ulti. Aber er braucht's nicht. Er braucht's tatsächlich nicht. Damage ist groß, Trixie wird jetzt ja noch down gehen. Diese chaotischen Fights, versucht noch gerade so mein Kumba down zu bekommen, aber das war so ein chaotischer Fight, das war perfekt für Unknown. Gerade der Omnislash war raus. Der Omnislash ist richtig schlecht gebounced, er hat damit nur den Rubik gekriegt. Ja, und danach waren sie irgendwie. Dann haben sie halt völlig out of gas ohne Nepo. Die haben keinen Damage mehr gehabt. Der Zenz dann war halt auch schon raus, Zenz war relativ früh low, konnte nicht mehr double edgen. Dann fehlt halt einfach alles vorne. Tja, aber. Ich lese den Chat durch und irgendjemand schreibt Vinno Co-Casting gut. Wer ist das? Natürlich Luca, ja, niemand anderes könnte sowas schreiben. Bester Mann. Bester Mann, ja. Ja. Roshan ist da, Necro Level 2 ist bald online. Das ist krass, der, wenn wir mal eine Goldgrafen schauen, dann stimmt. Vor ESC stand ziemlich gut, aber jetzt sind die einfach mal, es gab die letzten 4 Minuten, gab es einfach mal ein 5000 Gold Swing. Und auch einiges. XP halt. Auch jetzt Split 5000. In der Mitte. Boogie ist ja tot damit. Aber der Rest kommt weg. Versucht es noch wegzukommen, aber. Boah, ASC verliert halt gerade jegliche Kontrolle über das Spiel. Boah. Ja, auf einmal. Und irgendwie hat sich aber tatsächlich nicht so viel geändert, weil. Also, Bamboo ist halt schon länger Level 2, hat er, halt, wie du schon gesagt hast, mehr Damage gibt's nicht. Lycan hat jetzt keine Cores bekommen, er hat einen Vlads fertig gemacht, aber das kann es eigentlich auch nicht sein. Die Rest, die Supports haben eigentlich nichts. Blinkdagger auf Brewmaster, ja, aber ansonsten hat sich gar nicht so viel geändert. Trotzdem auf einmal zwei schlechte Fights und jetzt stehen sie am T2. Das ist halt, wie gesagt, wenn Unknown da ein paar Fights gewinnt, stehen sie gut und das tun sie gerade. Und ja, das ist halt das Wichtigste für ihren Draft und das machen sie. Das spielen sie jetzt runter und jetzt können die eigentlich jeden Tier 2 nach dem anderen holen. Wenn die jetzt nicht einmal dumm sterben, dann dürften die alle Tier 2s haben, die nächsten Roche.
Also das ist jetzt natürlich ein bisschen... Ja gut, das ist halt das Runterspielen mit Lycan, ne? Ist halt Bot, gehen noch nur zu 5 runter. So eng zusammen. Sieht man Teams irgendwie auch selten. Aber vielleicht helfen sie nach oben. Und ich glaube, den lassen auch den Deck. Nee, sie laufen alle zum Sideship und kaufen alle TPs. Ja, aber sie kriegen halt nichts gedeckt. Niemand hatte TPs von denen. Halt eine ziemliche Zeitverschwendung, muss man ganz ehrlich sagen. Hätten derweil den halben Tier 2 wieder nehmen können. Jetzt ziehen sie sich aber zurück, weil sie nicht mehr alle da sind. Trixie versucht da noch für Overgrowth ranzukommen. Nee, versucht er gar nicht. Hätte er machen können, ja. Tipo hat bald sein Dagger, das ist auch noch ein wichtiges Item hier. Wenn der irgendwas gejumpt kriegt, Brewmaster bevor Split, Phoenix bevor Split, Ulti oder sowas, was, wobei Phoenix bevor Ulti sehr, sehr schwer ist, das ist dann halt auch schon wieder ein Fight gewonnen. Und Ruby steht da sehr, sehr aggressiv. Ja, ein schönes Ulti von Rubik dann gezogen. Achso, okay. Ja. Er hat jetzt schon das zweite Mal oder dritte Mal Stimpede benutzt. Guter Spam. Ist das dann eigentlich immer noch basierend auf Centaur Strength oder auf der von Rubik, der Schaden? Das ist wahrscheinlich auf die von Rubik. Oh ja. Na gut, vorher ist sie versuchen unten vielleicht einen Trade zu bekommen, die zwei ein bisschen Damage drauf zu machen. Aber... Oh, der Rubik hat eine Healing Ward geklaut, das ist big. Also damit können die noch viel, viel krasser pushen. Wirkt, wenn der die jetzt ein bisschen behält bis zum nächsten Push. Der läuft auch schon top, aber die müssen halt unten deffen. Reaper pusht halt auch schnell. Und hat jetzt auch sein Dagger. Tja, mal schauen, der nächste Fight wird demnächst kommen. Und der ist erste TP. Doch, Panda. Das letzte. Ja, Nemphi ist sich nicht sicher, ob er prüfen soll. Wow. Der stirbt. Und zack. Lycan hat Necro 3, das wird jetzt, da wird jetzt gepusht mit Healing Ward. Oh ja. Da wird jetzt gepusht und... Necro 3 mit Healing Ward, das ist schwierig. Oh, apropos Healing Ward, das sieht nicht so aus, ob er die lange behält. Ein Lift könnte noch tun, So den Meepo, der da oben steht, einfach noch näher ranwerfen zum Töten, ja. Ah, links. Nein, schafft er nicht. Fischer, der wäre noch nicht mal gestorben, wenn er direkt liftet, weil das ist ja alles noch, wenn er runterfällt. Er wollte den Lift sparen. Hätte quasi gucken können, welcher Meepo den ins Netz geworfen hätte und den dann liften. Aber ja. Der Push ist dann doch jetzt sehr einfach. Power geht down, Meepo ist down. Oh, jetzt kommen unten die TPs, der Bruce Split, der wird gleich jemanden Cyclone, die... Ja, die Cyclone haben keine möglichen Spells, um abzuhauen. Die werden sich einfach aufteilen. War sehr schön gewartet vom Brewmaster. Dass der wirklich bis zum Stampede gewartet hat, bis er jemanden Cyclone. Wird der Dagger von Phoenix ständig hat den Kunin gehalten. Er hat auch mit dem Firepanda dran und dann jetzt noch der Strahl. Kann der Push eigentlich weitergehen? Necrobux jetzt halt auf Cooldown, aber das ist nicht so schlimm. Ja, ist halt schwierig, Bottom zu pushen. Wir lassen jetzt den Rubik allein Bottom pushen. Ja, für Sideground gehen ist es dann doch noch zu früh. Genau. Jetzt halt aggressive Wards anbringen, was sie schon haben hier. Wir werden dann halt jetzt einfach diesen Bereich der Map die ganze Zeit farmen, nehme ich mal an. Haben wir jetzt halt mehr Kontrolle und werden sie zumindest freiwillig nicht mehr abgeben, ja. Wenn man mal auf Zero Level schaut, sieht man auch, dass Unknown ziemlich weit oben ist. Die haben vier Heroes, die Level 12 oder höher sind. Ja, nur Wix halt auch hinten. Das Problem mit Meepo zurzeit ist halt mit den ganzen Bounties und sowas, diesen Vorteil, den er sicher spielt, von wegen Hero Level und Networth. Vorteil, den er hier in dem Spiel halt nicht mehr hat. Es wird halt so hart bestraft, wenn er einmal stirbt, und mit Meepo stirbt man schnell einmal. Ist mir auch, sag ich auch schon gerne, besonders wenn so Ganking-Lineups wie Goomba oder so kommen. Die hat sehr viel ganken und dann halt den ganzen Vorteil in einem einzigen Teamfight wieder wegwerfen und dann war halt irgendwie 20 Minuten lang gut ganken umsonst. Apropos ganken umsonst. Brewmaster wird jetzt hier nichts tun. Ja, wahrscheinlich sogar die richtige. Oh, jetzt gehen sie rein. Hat noch keinen Split, der Brewmaster.
Oh, die Wölfe 8 Sekunden, die ja. Aber immerhin zum Rückzug bewogen. Guter Bluff vielleicht auch. Vielleicht kriegen die sogar noch was. Ja, warte, ich sollte sie bekommen. Pixie kommt weg. Das Necrobook raus. Monster Kill auf Lycan. Wird auch wieder teuer, wenn er abgibt. Aber am Weg zum BKB in 700.000 Gold. In 1000 Gold sollte es soweit sein. Wir warten schon Roche. Die schauen schon immer mal wieder in Roche rein. Ist ja, das ist ein wichtiges Timing. Unter einer unter einer Minute kann er wieder ab sein. Genau. Wird auch wahrscheinlich dann, sobald er wieder ab sein kann, in Wolf rein. Permanent. Eigentlich komisch, dass er geschaut hat, bevor Roche überhaupt ab sein kann. Eventuell wollte er was anderes checken. Oder Zeiten. Ne, haben seine Leute nicht gemerkt. Aber Rebaround jetzt hier auf Meepo. Harrison, Sexton und Bo sind die mit den Streaks. Könnte gut für Meepo sein, aber der cuttet hier einfach nur die Wave. Ah, jetzt sieht er aber den Lycan. Ja, mit dem Moment wird aber auch gesehen. Control ist da. Das ist wahrscheinlich auch die bessere Idee. Die haben halt Split, aber keine Control. Sei. Bitte. Tja, grafenweise hat sich das jetzt aber normalisiert für Unknown. Geht weiter runter für VRST. Das Networth ist gar nicht so weit vorne. XP ist auch sehr even, aber das ist halt alles nur der Meepo, ne? Die XP. Genau, ich wollte gerade sagen, du musst halt mal die Verteilung anschauen. Der Cent ist ziemlich arm, obwohl der geht sogar noch, aber relativ arm und der Treant und die Venge, die haben halt einfach nicht. Ja, wird halt, dass der Meepo, Mana Boots der Meepo so weit voraus ist und er ist halt on level mit dem Lycan. Und danach, ja, ist halt schwierig. Mit dem Networth. T2 wird dann wohl down gehen, versuchen einen Trade. Der Brewmaster muss da oben aufpassen. Er splittet straight. Ja, er splittet Nemphi ist da. Ja, und der wird wohl ziemlich schnell down sein. Lift wird von Rubik direkt benutzt. Oder auch nicht. Sieht der Healing Ward den aber ziemlich fleißig hoch und der kommt sogar raus. Hat noch die Earncharge drauf und da fliegt noch ein Tower halt hinterher. Aber das überlebt er. Dafür opfert sich aber Matumba Man. Und Venge. Nicht so gut, aber. Ich glaube, es war sogar worth it. Oh nein, der Ogre. Ah, oh, ganz knapp. Die Animation wird gecancelt. Sehr schöner Versuch hier. Kommt hier nicht weg, aber jetzt kommt er weg. Ja, doch. Keine Möglichkeit mehr. Da fliegt noch ein Ogre-Ding hinterher. Aber trifft doch den vordersten Meeper nicht. Der Boogie ist mal wieder am Split pushen. Ja, hatte den Dagger. Weil es ganz interessant war, dass der Dagger noch auf Cooldown war. Aber das können sie auch nicht sehen. Trotzdem, T2 für Roche wird wohl der Trade sein. Wenn Boogie das mitbekommt. Nee, TP-Time. Von daher hat T2 nicht ganz geholt, aber Roche an. Für Unknown. Auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Die Frage ist, ob Trixie. Nein, ich hab keinen Blink oder sowas. Wave zu spät, hätten auch nichts machen können. BKB das ist jetzt auch fertig. Halt der Schlüssel zum High Ground in dem Game. Ja. 15 Sekunden für Necro. Die haben wieder das, was ich meinte. Die haben jetzt aufgehört zu Steamrollen Unknown. Das ist halt die Draft, die da ein bisschen weiter hinten. Brauchst ja diesen natürlichen Vorteil. Den haben sie noch. Aber genau, jetzt der Punkt Fight ist. Wenn verlieren, dann sieht es ganz. Werden jetzt wahrscheinlich High Ground gehen wollen. Die haben die Healing Ward, haben Necros, haben Aegis. Das ist halt jetzt. Oder der Zeitpunkt eigentlich. Das Problem ist, wenn du das unten reinpusht. Oh, der Brewmaster hat einen Aghanims gebaut. Baut man das noch? Hier will ich nicht mehr gesehen, aber es macht Sinn gegen Meepo, weil dieser Double Clap einfach Meepo. Ja, stimmt auch wieder. Und außerdem kannst du ja in der Spirit Form dann Drunken Haste machen. Auch noch ziemlich gut. Ja, ist auch wichtig. Meepo. So. Das ist ein bisschen komisch, aber das Lycan-Lineup wird gerade weggesplitpusht halt durch einfach dieser Centaur, der splitpusht die ganze Zeit. Oh no! Das wurde gesehen. Der hat einen Dagger und einen Forstlife, den können die nicht catchen. Echt wichtig, dass er hier die Lanes ausgepusht hält und das macht er auch ordentlich. Ui, ist das sehr aggressiv vorne. Sie wissen, dass sie gesmoked haben. Oh, kein Dagger weg. Aber vielleicht. Link Dagger, aber Double Edge. Ja. Königsurteil. Bitte Brewmaster died und klar, auch weg. Sauber, Healing Ward alle wieder hoch. Jetzt können die hinterher blinken, können eigentlich weitergehen. Haben zwar keine Cent-Ulti mehr.
Ah, Mekuma sollte... Oh. Alles Mist. Aber dafür bitter. Sind jetzt ein Tetuchin und das ist genau das, was wir gebraucht haben. Ja, das meine ich. Throws, die beiden. Kors wieder down. Das... sind genau nicht da, wo sie sein wollen. Alles brennt, aber die Healing Watch steht halt. Mal schauen, ob vorher AC jetzt hier schön overextenden, schön T4 diven und dann das Spiel abgeben. Aber es sieht erstmal nicht so danach aus. Die werden aber keine Rex kriegen, die werden höchstens Tier 3 kriegen. Ja. Oder ja. Versuchen sie es. Range Tracks. Der Lycan steht ein bisschen out of position. Wo steht denn der Lycan? Ah. Versuchen ihn dort zu machen. Trixie wird geforstert, damit der Lycan schön kommt. Schön, der schön, Rest schön, kann schön, rausblinken, schön. Jetzt ist der Juggernaut ein bisschen in Not, aber der kann in 10 Sekunden... Kann auch jetzt Omni slashen. Zur Not. Nee, sollte er nicht machen, er ist schnell mit der Mom. Doch ja. Noch ein Healing Ward, der könnte sogar turnen, rein theoretisch. Aber der hat ein Aegis, das ist viel zu risky. Aber ja, da kann man... Jetzt sollte man sich mal den Goldgrafen ansehen, weil der wird jetzt ziemlich runterschwappen. Ja. Das... Schwierig. Das war wichtig, also jetzt... Hat es einfach mal innerhalb von gut 2 Minuten das komplette Spiel nochmal gedreht. Haben das Momentum aufgegeben, haben nicht pushen können, wurden gesplitpusht, ja. Das Mal hat der Boogie wirklich sehr gut gemacht, der hat wirklich die Lanes immer direkt ausgepusht gehalten. Sobald er irgendjemanden gesehen hat, ist er mit seinen Tranquil Boots, Dagger, Force Staff auf eine andere Lane gerannt und hat da gesplitpusht, gedouble-edged einfach, dann nebenbei den Wald ja. Schnell gefarmt. Und die ganze Treasure, die haben... Der Draft von Unknown ist halt so ein 5-Man-Push-Draft und die können halt nichts gegen Split-Push machen und mit Meepo haben die auch so schnell einen Split-Push. Meepo ist halt einer der schnellsten Split-Pusher im Sinne von, dass er dann die Tower macht. Ja, versuchen sie jetzt mit dem Base-Race anscheinend. Und ja, Lycan sollte schneller sein als Meepo, aber Meepo ist da, Meepo kann auch jederzeit wieder zurückkommen. Ja, aber Meepo traut sich unten nicht vor, weil er die nicht alle... Oh, nur 10 Sekunden auf Necro, hat kein Necro. Jetzt traut er sich, jetzt hittet der Meepo auch unten den Tier 3. Aber lange nicht so schnell. Ja, wobei. Doch ganz gut schnell. Glyph ist aber noch für Dire vorhanden. Und Glyph ist nicht jetzt vorhanden. Jetzt kommen die Mass-TPs von Radiant. Oh Gott. Hätten traden sollen, oder? Das wird jetzt, glaube ich, gut. Also. Wobei, ja. Boogie stirbt jetzt. Oh, wird geswappt. Wunderschön, aber. Ah, der Zeit Dagger verschwendet. Mind Control wird dafür sterben. Weil der Paris, der rennt halt immer noch in der Base rum. Wolfram, der hat noch ein Aegis, der ist, läuft da wie ein Wahnsinniger rum. Ulti ist jetzt aus. Der okay, turn. Paris ist. Ich juck da noch ein bisschen rum, aber weiß halt auch, dass er hier down gehen wird. Aegis poppt. Fucking Mad wird da von der Ward gesehen. Bringt nichts. Digga, Range reicht nicht. Was halt noch ziemlich big ist, was ich nicht angemerkt habe, ist, dass der Meepo einen Hex hat. Ah. Und das war Tier 3 für Range Tracks und Tier 3. Plus einen Fight, der 1-1 ausging, wenn man den Juggernaut Death mitzählt. Ja, der war gut und wichtig, aber Sexy Bamboo ist hier mit einer Invis, versucht zu scouten. Vielleicht kriegen die jetzt einen Pick-up mit der. Sind ja zu viert. Außerdem, was vielleicht noch anzumerken ist, ist, dass der Tree and eine Midas gebaut hat. Ja, das wird man erst ein paar Minuten sehen. Dann ja, der ist halt oh, hier Kurier, aber es reicht nicht. Oh, es reicht wunderbar. Oh, 6.800. Stimmt, ja. Und schönes Stampede mal wieder von Rubik. Aber es wird nichts. Oh, versucht hier hochzukommen, aber nein. Omni Slash benutzt. Hat sich aber trotzdem gewürfelt. 6.800 Gold. An einem Kurier oder wie? Ja. Was war denn da drin? Ich hab keine Ahnung. Ich habe nicht ganz herausgefunden, wie ich den Kurier anklicken kann, von daher. Mit der Kurier ist eigentlich F2 bei mir, aber es geht gerade irgendwie nicht. Mir auch, aber nicht im Spectator-Mode halt. Das nicht. Nee. Ja, verdammt. Das ist auf jeden Fall verdammt viel. Mhm. Oh, da kommt die Multicast an. Phew! Tja. Networth hat jetzt Meepo auf jeden Fall mehr vor. Das halbe Skadi von Meepo. Obwohl, nee, das war's nicht. Was war denn da drin? Vielleicht ein Reaver für Cent. Dann noch stimmt, hatte viel Geld gehabt. Beine Pipe hier auch echt gut wäre. Vielleicht sogar eine ganze Pipe.
Ja. Man müsste nur wissen, wie man den anklicken kann, dann wäre das. So hart. Ja, das wäre schön. Hier liegt übrigens ein Smoke. Könnte, hätte er mit den Wölfen hier snacken können eigentlich. Aber ja, guck, da hat er einen Reaver oder sowas aus dem Sideshop, Secret Shop geholt, wenn er schon essen. Oh, top. Ja, Mipo könnte hier ein Problem bekommen. Mipo hier einen Pickoff zu holen, aber. Ah. Der eine wird low. Aber Rotations, ja doch. Rotations kommen keine. Dominating Streak. Muss man gleich mal auf die Fight Recap schauen, weil das ist ja ziemlich viel wahrscheinlich. Ja, vor allem für das gesamte Team, wir sind wieder, aber. Ja. 700 Gold verloren, vor allen Dingen. Und 3000 XP. 1100 und 3000 XP. Hm. Ja, Shiva ist auf Bamboo, okay. Tja. Networth, Hippo ist weit voraus, aber Lycan wird irgendwann einholen. Die Frage ist, ob sie halt nochmal Push bekommen. Top Lane ohne Bamboo. Ja, yes, aber Mipo ist halt auch noch down, hat aber Buyback, oder? Buyback, ja. Ja, sie werden halt Buyback raus, nur bei der Buyback werden die direkt weggehen. Ja, sollten sie. Sie halt aufpassen, dass sie nicht gecatcht werden, aber das Einzige, was sie von dem die vielleicht gecatcht werden, ist Root Ulti oder Ben. Tree, ja. Ja. Ah, Spin raus, nicht so. Hat noch nicht mal die Damage. Ja, sie versuchen uns halt ohne Buyback zu machen. Jetzt, also die wissen, dass sie jetzt unbedingt den Tower kriegen müssen, sonst ist das alles für die Katze durch Proof. Aber sie sehen, nein, das ist nicht. Hilft nichts, das zu forcen. Und ja. Weder Buyback noch ein Tower. Bitter für sie. So, ja. Skadi ist wieder da. Skadi, ja, da ist und eine halbe. Aber einiges drin. Aber, boah, dann hat der Mipo ja richtig hart gefahren. Also, als ich ihn das letzte Mal angeklickt hatte, hat er gerade den Hex. Irgendwie 2000 Gold und dann als der Kurier gestorben ist, hat er jetzt ein Skadi drin gehabt. Also halt ein halbes Skadi. Ja, ist halt auch komplett hier die ganze Map am Farm. Geht dann nur mit einem Mipo hin und dann pufft er wieder zurück. Aber in alle rein zu pushen ist die. Ja. Ist ja die Frage. Mipo will jetzt pushen. Halt nicht, er traut sich nicht. Weise. Haben da ja keine Vision über die. Ja, Nipo wird aber jetzt hier. Aber der Intent ist es egal, weil der Push einfach trotzdem, der hat Force Dagger. Wenn die eine 5-Man-Rotation machen, um den zu holen, ist das einfach nicht perfekt. Schöner Sneak von Mipo. Und eventuell. Ja, ich hätte gedacht, eventuell Feuer C smoken jetzt raus. Aber ja. Ja, 27-17, trotzdem sind Feuer C weit vorne. Können die mit Grafen angucken. Die sind aber sehr easy. Ja, aber halt even in dem Sinne von Gold her, aber nicht even im Sinne von Drafting. Ja. Das ist halt das Ding. Brewmaster ist heftig abgefallen, Lycan ist halt auch so eine Sache. Und Phoenix, ja, ähnlich. Er ist halt nicht mehr in der Nähe dazu, was er auf Level 9 gemacht hat. Hat er auf Level 11. Er war doch mal Top of the Net Worth. War das nicht 6000, was er im Net Worth war und jetzt ist er 9000? 30 Minuten später? Ja, so nicht. Also er hat glaube 4500 oder sowas. Ah, das ist bitter. Und das, obwohl er nur 4-4 ist, also so oft gestorben ist er auch wieder nicht. Aber keine Flash-Farm-Abilities. Ja, das ist halt mit Phoenix so eine Sache. Muss halt Heroes farmen. Die wollen da jetzt noch rein. Bin das geforst? Ja, sie haben halt Wölfe, die scouten. Die Wölfe sind schon mal ganz gut dabei. Doch, Mipo ist da, der ist da aber Invis. Ja, es ist ein Trap, aber jetzt hier. Okay, das haben die eventuell gesehen. Ja. Mir, die haben gekauft. Und direkt vielfach Multicast. Hälfte Leben down. Oh, und direkt rein, aber. Oh, Ulti von Bamboo daneben. Der Mipo blinkte sehr aggressiv rein, hat das Aegis noch. Ja. Der Sandstorm verfehlt leider. Sunray versucht zu heilen. Phoenix Sunray kommt hier rein, ist aber immer noch schön in Damage-Reichweite. Aber kann ich ins Stun-Reichweite. Mipo, der wird da glaube ich nicht wieder rauskommen. Oder ja, mein Tumor-Man ist aber da. Oh, schöne Healing Watch steht aber jetzt für Unknown. Das ist ein sehr großer Mipo, ja, hat das Problem. Schöner Lift, alles stunt. Icarus Dive macht auch noch guten Damage und nimmt Vegeta down. 0-3 plus Aegis. Was ein halt Fight für Unknown. Das war einfach Shivas, Fire Spirit und Drunken Brawler, alles auf dem Mipo. Ja. Er hat die ganze Zeit gehittet, hat aber langsam gehittet und hat dann auch noch die Hälfte gemisst. Ja. Das ist bitter.
Mipo hat Buyback, Tree hat Buyback und auch Zent. Ah, Zent hat kein Buyback, aber. Hat echt alles gestimmt. Die Phoenix Ulti war gut, die Phoenix Sunrays waren gut, die Phoenix. Die Phoenix Ulti hätte besser sein können. Das, ja, du also, sie hat ein bisschen gegen Mipo willst ja wirklich nicht da drin stehen, weil du ja dann direkt stirbst. Der hat getroffen, aber er war halt selbst nicht in Gefahr. Na, er hatte ungefähr 3 oder 4 Ticks Damage gemacht und der Stun hat er nichts gemacht. Das war das aber Ding. Halt der Stun kam halt gerade, wo er im Aegis war und Boogie ist halt richtig weggelaufen. Ein bisschen weit hinten vielleicht, aber ja. War schon okay. Wahrscheinlich jetzt hat Rex. Ja, hey, Mipo hat Buyback. Weshalb? Wegen des Nature Skies. Sie haben wohl doch genug Late Game. Gehen raus, aber die Rex werden noch durch den Nikos gefunden. Eventuell. Komm mir einiges rein, Magoma bezahlt wohl mit seinem Leben. Oh, schöner Force Death und hoch. Ah nein, aber Stun von Boogie, von Low Ground auf den High Ground. Rex ja, überleben Rex und den Ogre kriegen sie auch noch. Der Ogre hat jetzt halt einen Agger nimmst und einen Bale und einen Forster, hör so. Ja, der ist auch stark. Der Mipo, der hat langsam ein bisschen Angst. So viel Single-Target-Damage. Ja, das kann sehr schnell sein Ende bedeuten. Der kann nicht den alleinigen Initiator reinmachen mehr, weil er dann einfach stirbt. Da muss irgendwie was anderes kommen, was Chaos Shift dezent oder so. Ja, und dann nicht so High Ground stehen. War jetzt schon ganz gut. Auch mit dem Phoenix, der halt einmal durch ist, der halt die komplette Zeit den Sunray machen konnte und alle heilen konnte, Damage machen konnte. Sigma Bo stand halt im letzten Fight super. Ist ja die Frage, ob sie sowas halt auch nochmal bekommen. 31 zu 18, trotzdem immer noch even. XP sind jetzt andere und weiter vorne, weil der Mipo halt einfach auch Level 25 ist. Gold ist even, ja. Dafür halt lange tot und gibt immer viel XP in die Gegend. Ja. T3 sind ähnlich bei den Teams nicht vorhanden. Eine Range Rex ist down, ist aber auch nicht so viel. Ja, und die Melee Rex ist halt schon. Fucking Mad Builder was mit seinem Gamp holen. Ja, hat halt nicht das Geist. Kein Backup. Ja, das Backup braucht doch noch ein bisschen. Blink Dagger ist aber auch auf Tree nicht vorhanden, von daher. Ja, easy kills. Kein auch Mana wieder ein erstaunlich wichtiger Pick auf Smendis war jetzt der Position 4 Support, aber es hat trotzdem, der hat kein Buyback und die brauchen das Overgrowth. Weil sonst einfach alles von Unknown auf den Mipo raufspringt oder auf den Jugger. Brauchen dieses ja. In-Place halten, besonders vom Lycan, wenn der geovergrowth wird, das stehen die einfach so viel besser da. Smoken die Top. Ja, Lycan Split Push das Ganze und dann. Ja, eigentlich sollte Lycan baiten, aber. Versuchen hier Mipo zu halten, Mipo ist aber nicht da. Und Tumorman mit einer Double-Image-Rune aber auch nicht da, ja. Der Wolf sieht ihn. Hatte ihn gesehen. Okay. Und er wird jetzt auf die Rex gehen. Aber der Mitte ist leider ausgetickt. Tja, trotzdem kein Push. Auch ganz praktisch. Und Bamboo muss kurz reconnecten. Avaris kann von Matumba Man, aber. Ja, vor allem, ich dachte, lohnt. Der Wolf das hier, hat ihn gesehen. Trotzdem ist sie nochmal oben reingeguckt und gesehen, gegangen. Aber sie hatten doch sowieso nichts, um ihn aufzuhalten. Spin-TP kann er halt immer machen. Außer halt gegen Supernova. Ja, das dauert ein bisschen länger. Split Push beginnt wieder bei Mipo. Tja, und das Spiel delayt sich weiter. 41 Minuten, das kommt mir natürlich ein bisschen später vor. Ein langes Split Push Game werden. Ding ist, ja. Dass auch wenn man jetzt so überlegt, in der Theorie ist das Lineup von anderen echt schwach im Late Game. Ich kann halt immer noch. Mipo ist halt auch jetzt nicht der extrem Late Gamer, sondern halt jetzt. Zu dem Zeitpunkt hier ist halt gerade am stärksten. Nymphi kommt jetzt hier raus, aber Ruby guckt gerade in den falschen Weg. Das ist nicht zu late wird, wenn der. Du hast Spit auf Paris jetzt hier. Oh. Einfach stirbt. Das ist wirklich teuer. Mipo-Bombe. Aber die wollen da unten was versuchen. Der Ogre, der kommt da reingeforscht. Ja, nicht zu spät. Matt hätte liften können. Matt hatte Angst. Ja, wir wissen halt nicht, was daneben ist. Wir haben halt keine Wards. Wir haben die Wards sehr aggressiv oben.
Und aber da verbringen sie halt gar nicht die Zeit. Aga. Holy crap, okay. Das wird spannend. 3 Sekunden Cooldown. Juggernaut mit der Invis-Rune, keinerlei Ward. Was ist denn eigentlich mit den ganzen Invis-Runen dieses Spiel los? Ja, ist einiges an Invis los, ne? Und jetzt smoken sie ja noch und wird wahrscheinlich direkt gesehen. Aber ich weiß nicht, wenn man Tummelman gesehen hat, dass die alle zurück zur Base gehen und sie kommen halt nicht mehr raus, ist halt der Smoke doch eindeutig. Aber er kommt nicht. Ja, das kann dann natürlich auch einfach sein, dass man in dem Moment als Spieler denkt, dass sie gescared sind. Ja, und halt auch das Feuer AC könnte halt auch gesmoked sein, weil die sind halt auch lange nicht auf der Map da. Deshalb sind sie halt auch erstmal scared. Ja, Defner hat jetzt High Ground. Hm. Also es wird ein bisschen hier zu einem Stellungskrieg. Tja, Pickoff-Sachen sind eigentlich genug vorhanden. Tree kann halt schon mit Invis rein oder Blinks sind halt auch ganz gut für den Unknown da. Aber ja, irgendjemand muss halt auf Position sein. Und niemand wird der Erste sein. Wer hätte es gedacht? Da habe ja schon einige, die Erste sein wollten, scheinbar. Oh ja, 32-19, ja. Oh, Paris. Paris ist vielleicht Paris ein großer Kandidat. Ja, aber Paris wird gesehen. Also, Paris sieht Nemphy. Okay, Paris spielt wirklich sehr riskant. Er hat eine WKW. Er kann sich's leisten. Er hat auch Backup. Er hat halt den Backup, das ist der Punkt, ja. Roshan wird sehr, sehr wichtig sein. Der ist ab. Ein kleiner Game Insider ist Cheese plus Aegis, glaube ich sogar schon der vierte oder dritte? Der dritte. Nee, Cent hatte vorhin schon Cheese, das müsste der vierte sogar sein. Der vierte dann. Paris stirbt unten. Paris stirbt. Naja, nicht ganz. Sind nicht rechtzeitig der da. Der Cent hat Probleme in der Mitte. Der Cyclone. Und schön, wie das den Beat gestohlen. Oh, schön am Link. Den nicht, das ist schade. Oh. Immerhin ist der Cent hat sogar den Cheese noch im Inventar. Aber Moody Knight erstmal die Double Damage, okay. What a player. Juggernaut, der hat halt einfach gar nichts. Der wird noch nicht mal den Paris in einem kompletten Omnislash killen. Den fucking Mert hingegen schon. Jam ist da und warte mal, man. Hat sich das Jam geklaut. Der Gem. Ja. Richtig. War halt gerade Highground, stand halt. Rubik hat ihn halt gesehen, aber erst wo Highground kam, war es zu spät. Mit Gem, Aegis und Cheese. Dann ist jetzt tatsächlich aber. Einmal Cheese sogar. Cent hat seinen Cheese behalten von früher. Ja, könnt ihr jetzt sehen. Wer hat denn holen. Den anderen Cheese? Er liegt noch da. Jetzt hat Lenshi ihn geholt. Oh Gott. Oh! Ja. Sehr gut, das habe ich sogar verpasst, aber ich auch. Sehr, sehr gut. Hat zwar Buyback, aber ist egal. Ja, müssen jetzt zunächst forcen wohl. Er hat einen E-Blade gebaut, der Mipo. Kann jetzt jeden Fight eigentlich den Lycan E-Bladen, sobald er keine BKB an hat. Wird er halt einfach useless, der Lycan. Ja, Rex-Push beginnt. Range Rex ist einfach down. Ah, doch. Machen wir schon trotzdem noch schwer dagegen Rex zu pushen, weil die einfach so viel Initiation haben. Vielleicht so viele Initiation, die haben halt genug Initiation und die können das wirklich bestrafen, dass wenn jemand schlechte Fights nimmt. Weil die Supernova, wenn die durchgeht, das ist halt, die macht halt okay Damage, 100 pro Sekunde für 6 aber Sekunden. Halt Stun, ja. Aber der Stun geht halt einfach mal 2,5 Sekunden durch BKB. Ja, ist ja schon einiges. Und vor AC wieder zurück. Sind's geehrt. Tja, ja, ja. Eigentlich Katz und Maus Spiel. It's a trap auf der Bottom Lane. Wenn sie da jemand ohne Buyback erwischen. Sowas wie Mind Control. Seite Paris. Oh, Smoke gebrochen. Mut. Da kommen die Wölfe zum Scouten, aber. Die ja. Da nicht Highground gehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Sieht doch nicht daraus, als ob sie es wollten.
halt versuchen halt einfach zu warten und zu hoffen, dass sie kommen. Der Koma ist da sehr aggressiv vorne, aber oh, Stun auch noch auf Matt, der da gefunden wird. Und Omnislash kommt weg. Immer noch kein Stil von. Aber der Phoenix, sollte kein Pick werden, der hat aber keine Fire Spirits davor getroffen. Das Ei wird extrem schnell down gehen. Paris ist down, Paris versucht hier irgendwas zu tun. Ist der letzte. Kriegt der ein Netz, ist die Frage. Wenn der Meepo da jetzt ein Netz kriegt. Nein. Nope. Die Blade, aber Max muss natürlich stoppen an sich. Oh, das Netz trifft. Das Netz trifft. Und da kommt jetzt der Meepo. Jetzt geht er drauf. Ja, der versucht es aber noch, das meiste zu machen. Der Strahl macht einiges an Damage, aber hilft anscheinend nicht genug. Der Healing Ward wurde mittlerweile. Ja, Rubik hat den Healing Ward. Immer noch kein Stimpy bekommen. Harris hat Buyback, aber oh, schöner Storm. Schöner Storm, ja, die Frage ist. Nur, dass kein Follow-up da ist. Er hat aber noch einen Vorschlag, der müsste safe sein. Ja, wir sehen natürlich, wie viele Multicasts kommen. Oh, der Sturz, das ist auch gut. Ja. Der Zumba-Man turnt derweil schön. Der hat auch noch das Aegis und in 5 Sekunden wieder ein Healing Ward. Ja. Die Uhr hingegen ist einfach in die Base-Biothek und hat sich mal wieder hochgeheilt. Jetzt schmelzen die Gebäude halt ein bisschen. Ja. Jetzt der Ogre, der steht out of position. Aber es wird ignoriert. Über Bot Object ist so hin. Ja, wir gucken, ob sie hier einen Meepo bekommen. Allen. Oh, der Meepo haut einfach zurück. Aber Magic Immune, I don't care. Okay, ja. Das sieht over aus. Auch noch Paris, bleibt nichts anderes übrig, als noch wegzurennen. Ja, und jetzt 5-Man. Bottom. Letzten Rex und GG. Verdient. Schön gespielt. Bisschen holprig zwischendurch wieder. Der Anfang halt. Hatten ja den Anfang eigentlich schon sicher und haben dann ein bisschen gefroht. Die Gegner wieder gefroht, dann haben sie wieder ein bisschen gefroht, aber die Gegner haben dann noch härter gefroht. Und daher war es gut. Jetzt ist. Ja. Roter halt. Ja, much throw, Dodo. Ja, 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 ja. Lenken gut gemacht, aber der Phoenix hat irgendwie. Phoenix hat sich nicht so ausgezeichnet. Das Early gewonnen, muss man ganz fairerweise sagen. Also diese zwei Fights, die die gewonnen haben, haben die echt durch Phoenix gewonnen. Hm, naja, ja. Aber der fällt halt ab, der Held. Er fällt wirklich ab. Ich denke nicht, klar, dass sie wegen dem Phoenix-Pick verloren haben, ich denke auch nicht, dass sie wegen dem Draft verloren haben. Der Draft, der wirkte so, als wenn er den sehr, sehr gut steht. Aber. Ja. Das hat halt nicht gereicht gegen so ein Lineup. Da musst du so diszipliniert das runterspielen. Du darfst dir keine Fehler erlauben und die haben sich Fehler erlaubt und dann. Ja. Schade für das Team von Bucking Mad. Na gut. Ja, danke fürs Mitcasten. Das war die Join Dota League Season 4 Europe Playoffs. Vor ASC sind in der Division 1 in der Join Dota League Season 5. Das beendet jetzt auch diesen Cast endlich. Nach 6 Games Join Dota League. Finally. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Ich bin unter Twitter erreichbar unter @SisterZoneDota. Hier die YouTube Recordings in schönes HD auf dem SisterZone Channel. Oh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und tut das gerne mal bald wieder. Die Tage am Donnerstag gibt es wieder Join Dota League Action. Ansonsten in der Woche Brighton Open Cup existiert auch noch. Vielleicht sieht mich dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Bye bye.